Israel gedenkt der Opfer des Holocaust. Bei einer feierlichen Zeremonie in der Gedenkstätte Yad Vashem rufen Ministerpräsident Naftali Bennett und Präsident Isaac Herzog dazu auf, die Opfer der Verfolgung durch die Nazis nicht zu vergessen, sowie den Antisemitismus in der Gegenwart zu bekämpfen. Wir müssen geschlossen und entschlossen gegen Terrorismus und Hass vorgehen, angeführt von Staaten und Organisationen, die gegen uns stehen und die Unabhängigkeit Israels zementieren, wie eine eiserne Mauer, die uns gegen unsere Feinde verteidigt. Das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen, ist keine legitime Diplomatie, sondern purer Antisemitismus, der ausgerottet werden muss. Zuvor war Bundestagspräsidentin Bärbel Bass nach Jerusalem gereist. Gemeinsam mit dem Präsidenten der israelischen Knesset legte sie einen Kranz in der Gedenkstätte nieder. Nicht nur die Erinnerung ist wichtig, sondern auch die Verpflichtung, die wir haben, den Staat Israel, aber auch ihre Menschen zu schützen. Und wir erleben bedauerlicherweise, und das haben Sie gerade angesprochen, einen Antisemitismus auch in unserem Land, wo man nur sagen kann und muss, wehret den Anfängen, und wir müssen jetzt schon dagegen kämpfen. Nach offiziellen Angaben leben in Israel noch rund 161.000 Überlebende des Holocaust.